Hi, zu einer neuen Folge Forge of Empires. Es sind wieder 2 Wochen rum und es ist einiges passiert, wirklich. Ich habe in allen Bereichen was geschafft. Ich habe geforscht, ich habe gebaut, ich habe gekämpft. Und natürlich habe ich auch das Kirschblüten-Event oder auch das Frühlings-Event weitergemacht. Da ist ja dieses coole Event mit diesen coolen neuen Gebäuden, ne? Und da habe ich wirklich einiges, ihr habt es wahrscheinlich am Titel schon gelesen, ich konnte pünktlich zur 30. Folge meine Stadt so richtig schön hochpushen nochmal. Ich habe bei dem Event 4-mal den Hauptgewinn bekommen. Ich habe also eigentlich eher 3-mal den Hauptgewinn und 1-mal diese besondere Belohnung oben rechts. Das macht insgesamt 4 Schreine des Wissens. Ich kriege also ein Schrein des Wissens für die, die es nicht wissen. Wenn er motiviert wird, bringt er einen zusätzlichen Forge-Punkt pro Tag. Das heißt, da muss man dazu sagen, Schreine des Wissens wären, wenn die Nachbarn auf dieses automatische Helfen unten klicken, dann werden die Schreine des Wissens bevorteilt. Das heißt, die werden meistens als erstes direkt motiviert. Das heißt, ich rechne mal damit, dass ich jetzt wirklich täglich 8 Forge-Punkte dazu bekomme. Alleine durch die Schreine des Wissens. Ich kriege deine noch 2 zusätzliche Forge-Punkte täglich durch das Fußballfeld, was ich ja immer noch zu stehen habe. Und zusätzlich gab es natürlich noch diese geilen neuen Eventgebäude, die sich gegenseitig hochpushen. Ne? Das heißt, wenn man unterschiedliche Eventgebäude nebeneinander baut, dann geben die sich gegenseitig noch zusätzliche Effekte. Davon habe ich auch noch 4 neue Gebäude gebaut, also eher 3 unterschiedliche Gebäude, insgesamt 4 Gebäude. Und von denen kriege ich auch nochmal 2 zusätzliche Forge-Punkte. Ich habe es also in den letzten 2 Wochen geschafft, alleine schon, oh, jetzt muss ich rechnen, 6, eigentlich eine total leichte Rechnung, ne? 4 durch die Schreine des Wissens und 2 durch die Eventgebäude macht insgesamt 6 zusätzliche Forge-Punkte pro Woche, die wir die nächsten Wochen, Monate, wie lang auch immer, bekommen. Das ist heftig. Das heißt, wir kriegen 12 zusätzliche Forge-Punkte pro Tag insgesamt, plus die, sag ich mal, 10 bis 16 Forge-Punkte, die man täglich ja so oder so bekommt, ne? Das heißt, das macht insgesamt 28 Forge-Punkte pro Tag. Das ist immens viel fürs Forschen, es ist spät, Entschuldigung. Und da können wir natürlich einen viel größeren Fortschritt erzielen in einer viel kürzeren Zeit. Es kann also mega gut weitergehen. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich vielleicht ein paar mehr Gütergebäude baue, dass ich noch ein paar mehr Güter bekomme zum Tauschen, damit ich auch natürlich die Güter habe zum Forschen. Mir bringen ja die besten Forge-Punkte nichts, ne, wenn ich keine Güter habe. Das heißt, das ist vielleicht noch was, an dem ich den nächsten Wochen arbeiten muss. Ich habe die Schreine des Wissens und alles natürlich gleich gebaut, ist klar. Die Eventgebäude auch, habe ich ja alles gesagt. Ne? Und ich habe auch weitergemacht, das habt ihr vorhin schon gesehen. Ich habe die alten Häuser, die 8-Stunden-Häuser, durch ein Tageshäuser ersetzt. Auch noch aus der Kolonialzeit. Das hängt damit zusammen, ich bin ja jetzt mittlerweile im Industriezeitalter. Ich habe die Eintageshäuser aus der Industriezeitalter aber noch nicht ganz freigeschaltet. Ich bin gerade an genau dieser Forschung für die Eintageshäuser. Und sobald ich die freigeschaltet habe, will ich die natürlich bauen können. In Vorbereitung habe ich jetzt schon mal meine 8-Stunden-Häuser durch Eintageshäuser ersetzt, damit ich erstens schon mal ein paar andere 8-Stunden-Häuser abreißen kann, damit ich schon mal Platz für die Schreine des Wissens hatte. Und damit ich einen Bevölkerungspuffer habe. Das heißt, damit ich so viele Gebäude wie möglich nachher abreißen kann, um neue zu bauen. Das heißt, ich habe jetzt erstmal eine Überbevölkerung von, keine Ahnung, 2000 oder so. Was aber kein Problem ist, weil dann kann ich, sage ich mal, ein paar Gebäude abreißen. Und das ist kein Problem. Und dann kann ich direkt neue hinbauen. Und das ist halt, das gibt mir schon einen Vorteil. So, ich muss aber noch ein bisschen, sag ich mal, Münzen und Vorräte sammeln, damit ich das alles hinbekomme, weil da ist jetzt natürlich viel drauf gegangen, ne? Aber das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Ja, das war's dann aber auch wieder für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich mega. Die letzten 2 Wochen waren so mega erfolgreich. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ihr Lust habt, natürlich, guckt immer auf die Welt vorbei. Langendorn ist die Welt. Ihr könnt gerne mit mir mitspielen, wenn ihr wollt. Und bis dahin würde ich dann erstmal sagen, bis in 2 Wochen, da kommt die nächste Folge.